Herzlichen Glückwunsch zum wievielten Geburtstag. Okay. Ist immer noch bescheuert. Ausgewachsen, aber immer noch total bescheuert. Da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Hausflipper. Viele von euch haben immer wieder gefragt, wann kommt denn endlich die nächste Folge? Ja, ich hatte überlegt, weil, also ich wusste noch nicht so genau, was ich jetzt in der nächsten Folge machen will. Ich wollte jetzt nicht unbedingt wieder so ein mega großes Projekt machen. Hallo! Na, da seid ihr alle wieder. Ach mein Gott, wie süß. Stimmt ja, ich habe ja ein Kätzchen. Wow, ja, wow, genau wow. Hä? Was war das denn jetzt? Hä? Errungenschaft. Sie wachsen so schnell. Oh mein Gott. Hä, bist du gerade gewachsen? Ich glaube, Lassie ist jetzt... Was ist jetzt Lassie? Kann ich hier irgendwas sehen? Oh nein, ist unglücklich und braucht was zu trinken. Aber wir haben doch was zu trinken. Ausgewachsen. Oh mein Gott, krass. Lassie ist einfach ausgewachsen. Oh, das ging ja schnell. Feine Lassie. Ich wollte gerade sagen, jetzt gibt es erstmal eine Belohnung fürs Großwerden. Wow. Hast du aktiv sehr gut gemacht. Wie war das nochmal? Hinwerfen einfach, ne? So, happa, happa. Herzlichen Glückwunsch zum wievielten Geburtstag. Okay. Ist immer noch bescheuert. Ausgewachsen, aber immer noch total bescheuert. So habe ich das gerne. Wieso kann ich dich denn hier nicht anfassen? Ich möchte bitte interagieren mit dir, aber wahrscheinlich steht sie gerade auf der Schwelle und deswegen geht das nicht. Komm rein. Huch. Hier ist doch Wasser, aber das ist für die Kleinen. Und hier ist auch Wasser. Komm rein, Lassie. Lassie, du hast Durst. Lassie. Oh, immer noch Wasser. Ja, komm doch mal mit. Na gut, dann machen wir das so. Ich heb Lassie hoch. Oh, du bist aber schwer geworden, mein Gott. Also bestimmt jetzt hier 20 Kilo. Setz ich dich mal hier ab. So, hier. Guck mal, feines Wässerchen. Oh, ist aber wirklich groß geworden. Wow. Wo ist denn Zelda hin? Ja, Lassie, da ist doch Wasser. Mann, nimm es. Nimm es doch einfach. Trink. Warum steht denn da oben immer das Haus? Die kann das Ziel nicht erreichen. Vielleicht... Ah, die sind hier eingesperrt. Oh nein, es tut mir leid. Entschuldigung, Zelda. Oh, Izuki, ich hatte euch hier eingesperrt. Sorry. Warum kann ich denn hier mit euch nichts machen? Das ist ja total... Nein! Jetzt ist sie auch groß geworden. Sie, er. Oh nein, ist auch unglücklich. Ja, erstmal wieder streicheln, ne? So, wieder glücklich machen, ein bisschen kraulen. Immer noch nicht glücklich, gibt's ja gar nicht. Dann machen wir ein bisschen lässiges Tauziehen. Hier, guck. Achso, so war das nicht. Warte, nochmal. So, spielen. Spielen. Ah, okay, wir ziehen hier mal ein bisschen hin und her. Wir wollen ja nicht, dass du unglücklich bist. Im Hintergrund sind plötzlich wieder ein paar Farben verschwunden, weggeploppt. Keine Ahnung, warum. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Ah ja, ich kann hin und her laufen. Okay, na gut. Ja, so, fein. Und, bist du jetzt glücklich? Ja, sehr schön. Na, das war ja einfach. Ja, Zelda. Ja, das bist du auch groß. Jetzt haben wir ja gar keine Babyhunde mehr, ne? Was ist mit dir? Ja, ja, lass mich doch mal kurz. Also, der will immer noch was trinken. Kann ich nicht einfach sagen, nicht sitz, sondern entsitzen? Jetzt darfst du gerne dich selbst hier bewegen. Mach doch was. Mach was. Geh trinken. Jetzt geht er erstmal essen. Sie. Ich verwechsel immer er und sie. Bei mir geht's auch gerade rund. Hier, die Kleinen, die spielen gerade unter beim Stuhl. Ne? Was macht ihr da unten? Hm? Die fangen und balgen sich die ganze Zeit. Und ich höre immer nur dram, 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 boom, dram, boom. Ja, ja. Jetzt bist du in der Aufnahme. Das ist die etwas ruhigere, das ist Avery. Sonst würde sie schon schreien, ne? Amber schreit immer direkt los. Ja, und da unten geht es unter meinen Füßen weiter. Deswegen muss ich sie mal eben wieder runtersetzen. Ich will jetzt hier das Spiel nicht stören. Okay, also es liegt offensichtlich daran, dass man denen sagen soll, dass sie nicht nur sitzen müssen, ne? Weil dann, wenn sie Sitz machen, dann können sie natürlich nichts essen. Ist ja logisch. Also, ich guck mal hier rein in den Computer. Ich hatte eigentlich überlegt, endlich mal wieder hier auf die Karte der Aufträge... Auf die Karte der Aufträge zu gehen? In die Karte der Aufträge. Was, 41 neue Nachrichten? Sollen wir mal kurz reinschauen? Ich würde jetzt so gerne mal gucken. Oh mein Gott, ein Shiba Inu. Was, es gibt 15 Hunde im Moment. Boah, der ist ja mega klein. Das ist ja so ein Mini-Hund. Sieht aus wie so meine Mini-Katzen. Die sehen auch so aus wie so Miniaturkatzen. Ah, nee, ich kann mir doch nicht noch einen holen. Ein Zwergspitz, ein Ausgewachsener. Golden Retriever. Noch ein Zwergspitz. Border Collie. Oh, Dalmatiner. Oh mein Gott, die finde ich auch so süß. Und die sehen so schön aus. Labrador, auch ausgewachsen. Ein Schwarzer. Ein Schäferhund, ein Hundebaby. Oh, der ist auch so klitzeklein. Ich weiß gar nicht, was ich mir überhaupt holen würde. Ja, wir haben ja schon einen Husky. Eigentlich würde ich mir lieber australischer Schäferhund was anderes holen, nicht schon wieder einen Hund, weil wir haben ja, oh, ein Chihuahua. Oh, den hätte ich jetzt auch gerne. Nein, und auch noch ein Hundebaby. Gott, der ist ja sowas von süß. Lebhaft, sauber, vielfraß und stur. Ich kann doch jetzt nicht noch einen Hund holen, oder? Rottweiler jung. Mops ausgewachsen. Ein Beagle. Ja, Beagle haben wir auch schon. Da holen wir nicht noch einen Beagle. Golden Retriever jung. Ach, nein, ich finde Chihuahuas ja irgendwie so süß. Ich glaube, ich hole mir einfach noch einen Chihuahua. Ich will das gerade gar nicht, aber... Ach komm, einer geht noch.
Muss man eben schauen, das ist ja ein Mädchen, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum mir der Name in den Sinn kommt, aber irgendwie habe ich Lust, sie Pina zu nennen. War jetzt gerade so intuitiv. Normalerweise mache ich mir immer noch länger Gedanken, aber irgendwie soll sie so heißen, glaube ich. Wo ist sie denn? Hi! Hallo Pina! Na, du Kleine. Oh, deine süße kleine Mausi. Aber ich finde, so im Vergleich zu den Kaninchen? Naja, doch, eigentlich passt es schon. Erstmal drücken, um hinzustellen alleine. So, ich habe sie abgestellt. Halt, noch nicht weglaufen. Ah, na gut, okay, sie will spielen. Mhm. Warum verschwindet diese komische Farbe immer? Hä? Verstehe ich nicht. Willst du nicht erstmal deine Freunde hier begrüßen? So? Lassie hat einen so einen an der Marmel. Die ist heute richtig komisch drauf. Freust du dich schon auf den nächsten Job? Ich will euch auf jeden Fall mitnehmen. Bei Pina muss ich jetzt nochmal gucken. Braucht die auch einen Hut? Ah, die hat diesen Hut hier. Ja, wir müssen erstmal wieder testen. Wie sieht denn das aus? ja, auch lustig. Auch lustig. Ja. Oh mein Gott, der ist ja richtig süß. So ein klitzekleiner Cowboy-Hut. Ich finde irgendwie den witzig. Habe ich den nicht schon für irgendwen? Ich glaube, irgendjemand hat schon diesen Hut. Aber bei der sieht der irgendwie noch lustiger aus. Und die muss natürlich auch mit zum Job. Eigentlich will ich gar nicht immer unbedingt alle mitnehmen. Naja, komm, einmal machen wir das noch. Ich muss dich natürlich erstmal begrüßen. Ein bisschen streicheln hinter den Öhrchen. Dann gebe ich dir nochmal eine Belohnung. Hier, guck mal, für dich. Bitteschön. Oh Mann, und irgendwie Suki ist auch so süß. Suki ist ja auch schon ausgewachsen. War aber schon ausgewachsen, oder? Mit Beißring spielen? Habt ihr schon mal ein Kaninchen gesehen, das mit einem Beißring spielt? Ich weiß ja nicht. So, du wirst auch erstmal nochmal gestreichelt. Und dann gehen wir jetzt aber wirklich auf die Karte gucken. Hä, was ist denn mit Katzi los? Die kann mein Kätzchen irgendwie nicht... Hä, hat die sich jetzt hier festgebackt? Oh oh, oh oh. Naja, ich glaube, wir gehen einfach mal, weil dann wird sie wahrscheinlich sowieso mitkommen. Ich habe noch nicht zu Ende geguckt, ne? Ich hätte ja fast sogar auch den hier gekauft, den Shiba Inu. Es gibt auch so viele neue Katzen. Was? Nee. Oh, ich muss immer erstmal gucken, ob es wieder irgendwas Neues gibt an Katze. Britisch Kurzhaar. Oh, ich bin zu schnell. Bombay kenne ich schon. Ich hoffe halt immer darauf, dass ich irgendwann nochmal so eine heilige Birma finde. Oh, die ist auch schön. Die ist ein bisschen sehr hoch belichtet, finde ich. Oh, sie will zu mir und sie hat zweifarbige Augen. Nein, ich kann es nicht tun. Ich kann doch nicht noch eine Katze holen, oder? Oh, eine Maine Coon. Eine Abessina. Die ist auch hübsch. Orangene Tigerkatze. Einfach orangene Tigerkatze. Die sind nicht ganz so gut hier. Sieht irgendwie so aus, als ob der Greenscreen schlecht ist. Die sehen so leicht grünlich aus. Als ob denen so ein bisschen übel ist. Oh, eine Sphinxkatze. Ich weiß, viele Leute finden die nicht schön. Sphinxkatzen sind ja Nacktkatzen. Sieht man hier auch so ein bisschen, ne, mit den ganzen Falten. Aber die sind ja so toll von dem Wesen. Die sind so richtige, ja, so richtig liebe Katzen. Europäisch Kurzhaar. Die da haben wir. Norwegische Waldkatze. Bengal. Oh, die ist auch unglaublich toll. Aber die sind ganz schwer, finde ich, in der Haltung. Die sind super wild. Also die finde ich richtig toll und schön, aber die würde ich mir nicht unbedingt holen. Europäisch Kurzhaar. Nochmal eine norwegische Waldkatze. Oh, schade. Mann, keine Birma. Wo war denn jetzt die andere? Die war hier irgendwo vor, ne? Maine Coon finde ich halt auch einfach so toll. Die war das, ne? Türkisch Angora. Jungkatze. Nee. Ich muss mich zurückhalten. Na komm, wir gehen jetzt einfach auf unseren Job und dann gucken wir mal, was wir... Oh, ein Geschecktes. Nein, weiter. Dann gucken wir mal, was wir da bekommen. Ah, aber hier gab es doch was Neues. Hier gab es doch Ratten. Jetzt, oh, habe ich immer noch nicht gesehen. Meerschweinchen bisher nur. Meerschweinchen und Hamster, genau. Das ist das Einzige, was ich kenne. Vielleicht haben wir heute mal Glück und es gibt vielleicht auch eine... Ja, es gibt eine Ratte. Oha, sogar eine Albino. Eine mit roten Augen. Hatte ich auch mal. Ich hatte auch mal eine Albino-Ratte. Aber ich finde, die sieht hier irgendwie so böse aus. In echt sieht die gar nicht so aus. Ich hatte auch mal einen... noch eine. So eine hatte ich auch. Die sah sogar fast genauso aus. Wie witzig. Ja, also ich könnte die und die hier zusammenholen. Dann hatte ich die. Aber es sind zwei Ausgewachsene. Gibt es da vielleicht auch kleine? Ich weiß nicht, ob es bei den Nagetieren auch junge Tiere gibt und die dann noch irgendwie groß werden. Und ich hatte auch mal ein Kaninchen auch mit roten Augen. Ich mache das jetzt erstmal zu und dann möchte ich gern hier nochmal rein, weil da war ich ja nur ein einziges Mal bisher und ich würde gerne ins nächste Haus schauen. Ich glaube, hier gibt es auch richtig coole Häuser. Da waren wir doch schon. Genau, versteckte Mieter, 100%. Will ich jetzt nicht nochmal machen. Also ich habe halt die Hoffnung, dass es da irgendwelche coolen neuen Tiere gibt, die man irgendwie so entdecken kann und irgendwelche richtig schönen neuen Aufträge. Ich habe übrigens in den Kommentaren gelesen von euch, was ihr mir vorgeschlagen habt, was ich richtig toll finde. Ah, da geht's weiter. Nee, doch nicht. Doch, da geht's weiter. Nämlich ein Rainbow High House machen. Das würde ich total gerne tun. Braucht, glaube ich, aber ein bisschen Vorplanung, damit ich mir nochmal so Sachen runterladen kann, die dazu passen. Deswegen würde ich das, glaube ich, erstmal ein bisschen weiter nach hinten schieben. Oder ein Tierhaus, finde ich auch cool. Das könnte man eventuell sogar auf dieser Karte machen, dass man halt ein Haus baut, wo richtig viele Tiere drin wohnen können. Also macht man dann ganz viel Einrichtungen mit Kratzbäumen und ganz viele Käfige für Nagetiere und so. Es gibt ja für Hamster richtig coole große Käfige auch. Oder draußen eine Voliere zum Beispiel. Das wäre dann vielleicht beim nächsten Mal irgendwie so ganz cool. Aber ich muss ja auch Geld verdienen. Und das würde ich nämlich jetzt
jetzt mal machen. Und es ist natürlich cool, nebenbei halt auch noch neue Tiere zu entdecken. Weil ich denke, hier werden wir wieder was finden. Ich sehe hier schon ein paar Hamster und das ist vielleicht eine Ratte. Nee, das ist ein Meerschweinchen. Das ist eine Ratte, oder? Oder ist das ein Hamster? Ich guck mal, was da steht. Der Tierpfleger. Bis zu seinem Ruhestand zählten für Morgan nur sein Unternehmen und die Buchhaltung. Schließlich übergab er die Firma seinem Sohn. Als Ausgleich arbeitete er hin und wieder als freiberuflicher Berater für seine alten Freunde. Schließlich wurde er gebeten, einen Bericht über entlaufene Hunde in Cozy Village zu schreiben. Die Zahlen waren erschreckend, weshalb Morgan reagieren wollte. Er ist entschlossen und weiß, was zu tun ist. Aha, es gibt viele entlaufene Hunde. Okay, warum? Naja, mal sehen, wir werden es vielleicht rausfinden. Ich mach mal akzeptieren und dann gucken wir mal. Ah, da steht was. Meerschweinchen kommunizieren über 11 verschiedene Geräusche. Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht. Bei Delfinen ist das noch sehr viel mehr. Die haben richtig viele unterschiedliche Geräusche, über die sie, oder Schallwellen, über die sie kommunizieren. Oh, es gibt ein Sprichwort über Welt verändern. Ich bin sicher, dass du es kennst. Mit mir selber habe ich schon angefangen. Jetzt wird es Zeit für mein Heim. Struktur und Ordnung sind dabei am wichtigsten. So lautet mein Plan. Katzen und Hunde bekommen unten ihre Zimmer. Die anderen Tiere auf den Speicher. Ja, ich weiß, das ist so ein schönes Zimmer. Aber das ist es wert. Es ist nichts im Vergleich zu dem, was sie durchgemacht haben, was so viele streunende Tiere jeden Tag erleben. Ich weiß, dass ich sie nicht alle retten kann. Aber ein paar ist besser als keine, oder? Oh, das ist ja voll schön. Das ist ja eigentlich fast genau das, was ich eh mal machen wollte. Wir richten hier ein Haus für Tiere ein. Und unten sind halt die Hunde. Wie war das? Katzen auch? Das ist ein Albatros da hinten, oder? Nein, jetzt sehe ich ihn nicht. Der ist hinter dem Haus oben. Oh, das ist so cool. Also wir haben jetzt ein richtiges Menschenhaus. Schön, dass ihr alle da seid. Ah ja, hier. Warum hast du bitte zwei Hüte auf? Können wir mal bitte drüber sprechen? Beim Job möchte ich, dass du... Das nicht. Okay. Nochmal Job. So, das ist in Ordnung. Ach, wahrscheinlich hat die hier, wahrscheinlich hat Zelda auch zwei Hüte auf. Ja, man sieht's nur nicht, weil das da unten drunter ist. Oh, aber heute können sie mir wahrscheinlich helfen. Zelda, jung. Ach, Zelda ist gar nicht ausgewachsen. Ach so, da ist noch eine Stufe weiter. Das heißt, Zelda wird noch größer. Oh, die süße kleine Maus. Die sieht so süß aus. Aurelie. Oh, wir müssen einmal wieder wegmachen und wieder hinmachen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht immer so ist. Scheint auf jeden Fall so ein bisschen verbuggt zu sein. Aber solange es nur der Hut ist, ist ja nicht so wild, ne? Job. Einmal nicht und dann wieder aufsetzen. So, Pina, dein erster Job. Aber ich glaube, Pina ist nicht hilfreich, ne? Pina ist lebhaft, sauber, vielfraß und stur. Oh, war ja, das kann schwierig werden. Noch habe ich sie alle eingestellt auf Folgemisch, oder nicht? Doch, ja, die sollen mir bisher noch alle folgen. Das sieht ja auch aus, ne? Als ob sie den Hut so tief in die Augen gezogen hat, so. Hallo. Und Zelda hat mal wieder einen Zitteranfall. Zelda? Na, geht doch. Okay, es geht doch nicht. Zelda, komm, hör auf damit. Naja, sie versinkt im Boden. Solange sie nicht im Erdboden komplett versinkt, ist alles in Ordnung. Ich meine, wir könnten sie natürlich auch hier draußen lassen. Ich könnte halt sagen, hier, bleibt mal hier, dann könnt ihr hier so ein bisschen spielen. Ich glaube, ich mache das mal. Ich sag mal, sie soll hier sitzen bleiben, dann können sie hier draußen ein bisschen spielen miteinander. So, du bleibst auch hier. Und dann zeigen wir mal Pina ein bisschen, was hier so los ist. So, du darfst auch hier bleiben. Und Pinchen, du kommst mit. Pinchen, oh mein Gott. Aber hier draußen sieht es ja eigentlich schon ganz cool aus, ne? Was haben wir denn hier so? Oh, das muss weg. Ah, nee, das muss ich einfach nur ordentlich hinstellen. Ja, wir räumen ein bisschen auf. Wir räumen ein bisschen auf. Der Müll, der kann weg. Alte Zeitung von USA Top News. Naja, das war mal gestern. Was ist denn da los? Oh Gott, ich glaube, da ist was drin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, ich mache erstmal kurz den Müll weg. Heb das hier auf und dann gucken wir gleich mal in die Tonne rein. Ich glaube, da hat sich ein Tier drin verkrochen. Warte mal, das muss erstmal ordentlich hingestellt werden. Das ist irgendwie alles nicht so gut. So, das steht irgendwie auch falsch rum. Jetzt drehen wir nochmal hier in diese Richtung. Und dann stellen wir das alles nebeneinander. Okay. Oh, hier ist auch was kaputt. Kann ich das reparieren? Nee. Hä? Achso, Pina, du bist das. Ja, Pina, da ist ein Geräusch drin. Ich habe das auch gehört. Soll ich mal reinschauen? Ich glaube, ich guck mal rein. Hallo? Ist da jemand? Oh! Oh, weia. Hallo, hallo. Halt, halt. Waschbär. Ach, deswegen war da ein Loch. Waschbär-Alarm. Ach, jetzt haben wir die Tonne direkt weggeschmissen danach. Kann man nicht mehr gebrauchen, war ein Waschbär drin. Alles klar. Was ist das denn hier Schönes? Hier kann man irgendwie auch was Hübsches hinbauen. So gardentechnisch mäßig. Was war denn hier eigentlich? Was soll ich hier machen? Behälterkäfig Lovesta. Na gut, ich such mal. Das da. Hä? Behälter? Wofür ist das denn? Für welche Tiere? Ist das ein Zwinger? Ich bin leicht verwirrt. Soll das hier stehen oder soll das hier so auf den Rasen? Nee, es soll nicht auf dem Rasen. Das soll hier stehen. Ach so. Hä, ja, da muss ich ja die Tonnen woanders hin tun. Kann ich die vielleicht irgendwie noch da drüben stellen? Muss ja wohl. Irgendwo müssen sie ja hin. Vielleicht dahin. Hier habe ich ja keine Aufgabe, oder? In dem Gebiet, da steht nichts. Nur hier. Tja, ist jetzt die Frage, für wen ist denn das? Bei den Waschbären? I don't know. Na gut, ich setze das hier mal hin. Aha. Ach, ich muss es montieren. Was muss ich machen? Oh, klack. Einmal hinstellen.
Ja, es ist nicht so, dass es da eben auch schon stand, aber gut. Einmal die Rückwand, dann haben wir hier ein Schräubchen. Schräubchen ist ja nett gesagt, ne? Eine Megaschraube. Kann man fett mit der Hand hier reinschrauben. Da ist noch eine, da unten noch eine. Ja, ist auf jeden Fall sehr gut verschraubt. Was noch? Hier vorne eine Tür. Das ist das Schloss, aha. Was fehlt? Da noch eine Schraube. Ah ja, Mutter von hinten. Und ein Dach natürlich, damit es nicht reinregnet. Fertig. Wer geht denn jetzt hier rein? Hereinspaziert. Na, Pina, willst du mal testen? Komm, Pina. Pina, komm her. Pina, komm mal her. Ja, keiner möchte hier rein. Kann ich leider auch nachvollziehen. Jetzt locken wir sie hier so blöd rein. Na komm, Pina ist in Ordnung. Du musst da nicht rein. Oder? Ich kann sie ja mal reinheben. Komm, wir testen das mal aus. Du bleibst auch nicht hier drin. Ja, ich nehme dich natürlich wieder mit nach Hause und du musst ja auch gleich noch die Führung mit weitermachen. Aber was? Es ist nicht genug Platz für mein klitzekleines Haustier? Das ist doch wohl eine große Veräppelung. Ja, Glück gehabt, Pina. Dann eben nicht. Gut, dann kommst du halt mit. Vielleicht ist das ja auch was für Vögel. Ich lasse es mal offen, weil ist ja noch keiner da. Komm, Pina, wir gehen hier einmal außen rum und gucken mal, was da hinten ist. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Wie süß sie mir hinterher trabt. Ja, komm. Hier haben wir eine Garage. Oh, elektrisch. Nochmal elektrisch. Muss ich hier auch irgendwas tun? Nö, das sieht ja ziemlich ordentlich aus. Also das ist, ja, das ist schick. Ich finde, das kann man auch lassen. Ich mag auch diese Wand. Sieht auch gut aus. Hübsch hier, ne? Aber wir wollen hier nicht wohnen. Nee, komm. Wir gehen weiter. Der bleibt auch. Theoretisch könnte ich auch hier den Baum fällen, aber ich mag das ja hier mit so ein paar Bäumen. Pina! Oh Gott, ist die klitzeklein. Man sieht die einfach nicht im Rasen. Kann ich mich ducken? Nee, geht nicht. Man sieht diesen klitzekleinen Hut. Pina, du bist so süß. Meine kleine Maus ist auch gerade hier neben mir hochgehüpft. Oh nein, jetzt will sie Blödsinn machen. So, ihr könnt bestimmt den Unterschied nicht sehen, aber das ist die andere. Man kann den Unterschied hören. Ja, sie ist immer unzufrieden. Sobald man sie hochhebt, fängt sie an zu meckern und zu auf die Schulter zu klettern und Blödsinn zu machen. Das ist Amber, darf ich vorstellen. Ja, Amber. Warum tun wir das schon wieder? Wenn du runterkommst, dann bringe ich dich auch wieder zurück, weil neben mir liegt nämlich Ohana auf dem anderen Stuhl. Und dann kann sie nämlich wieder zurück zur Mami. Die kriegen ja ein bisschen Milch immer noch, aber sie füttert halt nicht mehr so richtig gut zu. Sie hat halt, die sind jetzt 8 Wochen und da gibt es nicht mehr ganz so viel Milch, ne? Die sind jetzt schon fast komplett auf Essen umgestellt, auf normales Essen. Ja, ich weiß nicht genau, was das soll, aber okay. Schatzi, wenn du runterkommst, dann kann ich dir helfen. Komm her. Ja, Mimi. Komm her. Hoppa. Ja. Ich versuche sie gerade mal ein bisschen zu trainieren, dass wenn sie ruhig ist, dass ich sie dann runtersetze, ne, damit sie mal ein bisschen runterkommt immer. So, jetzt war sie ruhig. Ist tatsächlich eine totale Typfrage, ne, muss ich ja mal sagen. Es hat nichts mit, ja, das ist einfach so ihre Persönlichkeit. Weil ich bin ja mit den beiden, also Avery ist komplett anders. Die ist so ruhig, die kuschelt mega gern und sie ist so wild. Die ist die ganze Zeit nur am Spielen und nur am, wenn man sie hochhebt. Mit rumgeschrien und ach. Ja, ich hoffe, ich kann das halt irgendwie so ein bisschen noch trainieren. Oh, da kommt was. Jetzt kannst du die Treppen in einigen Häusern ändern. Ziele dazu mit dem Werkzeugobjekt verkaufen auf die Treppe. Das ist alles. Aha. Verkaufen? Na gut, dann gucken wir mal. Ach so. Erneuern steht da jetzt. Ich verstehe. Aber ich weiß auch gar nicht genau, welches Farbkonzept wir hier machen. Ich fand das richtig schön eigentlich, das Braun. Ich kann ja mal so ein bisschen durchswitchen. Das finde ich auch hübsch. Mahagoni finde ich schön. Zeder. Grau. Mag ich ja generell gerne. Wengenholz finde ich auch immer schön. Oder einfach so ganz modern in schwarz. Oder weiß. Geht natürlich auch. Das Geländer kann ich auch noch anpassen. Oder wieder kühle Eiche. Das, was ich immer so hübsch finde. Oder so richtig rustikal. Das ist gut. Sollen wir das vielleicht mal versuchen? So ein bisschen rustikal. Oh, das mag ich auch voll. Dunkle Kastanie. Nochmal kühle Asche. Aber kühle Asche in rustikal. Also da sieht man ja noch so diese ganze Maserung. Nee. Oh, voll schwierig, sich zu entscheiden. Das ist auch voll schön. Was ist das? Amerikanische Eiche. Natureiche. Bin ich nicht so der Fan von. Ich glaube, ich nehme dunkle Kastanie. Ich weiß nicht, ob ich dann hier das Geländer... OMG. Nein. Was? Rückgängig. Abbruch. Oh, und hä? Das ist einfach nur... Aber ich will doch nicht diese ganze Treppe so komisch anpassen. Das sieht doch gar nicht gut aus. Kann ich das nicht irgendwie so einzeln anwählen? Das ist ja dann alles gleich so heftig. Kann ich nicht einfach weiß nehmen? Ich glaube, ich nehme einfach weiß. Ja, mir bleibt jetzt gerade nicht so viel über. Ich finde halt, entweder man macht hier so krass Holz und dann da weiß, also so, oder halt andersrum. Oder halt schwarz. Aber so Holz mit anderem Holz sieht irgendwie voll komisch aus. Ah, sowas ist halt auch schick. Ich nehme das. Erneuern. Was kostet das denn? Ist das hier der Preis? Kostet das so viel? Ich hab's getan. Okay. Nee, ich glaube, das war jetzt nicht so schlimm, ne? Nee, das ist mein Budget gewesen. Ah, Treppe zum Erfolg. Ich habe wieder einen Erfolg gekriegt. Okay. Ja, das ist ja ganz schön groß. Also sowas bräuchte ich eigentlich für meine Zentrale. Kann ich nicht auch in so ein Haus meine Zentrale reinbauen? Weil dann würde ich halt so ein Haus eher behalten. Was muss ich denn hier überhaupt machen? Da steht gar nichts drin. Okay, hier kann ich reingucken. Ja.
Okay. Ich kann alles öffnen. Kann ich hier auch Klavier spielen? Leider nicht. Ich kann es verkaufen? Naja, aber das darf ich wahrscheinlich nicht. Nee, es ist rot umrandet, das heißt, ich darf es nicht verkaufen. Eh. Oh, ich kann mich hinsetzen und rausgucken. Ist ja nice. Okay. Mach das Licht an. Was ist denn da oben jetzt für ein komischer Punkt? Sieht aus, als ob da so eine... Naja, gut. Sieht aus, als ob da eine Fee fliegt. Aber irgendwas ist doch da nicht ganz richtig. Ja. Ah, Licht anmachen kann ich. Immerhin. Kann ich schlafen? Nee. Naja, gut. Das ist ein Schlafzimmer. Hast du gesehen, Pina? Ja, es sollen ja die Hündchen sollen ja hier auch ihre Schlafzimmer und was weiß ich, was alles Mögliche bekommen. Hier haben wir schon so ein riesiges Hundekörbchen. Ist ja kein Körbchen mehr. Das ist ja ein Hundekorb. Eine mega Hundekiste. Was machst du da? Oh nein, hat sie sich da hinten festgebackt? Oh oh. Die hat ein Problem mit Schwellen, habe ich das Gefühl. Oh, komm mal her. Ich heb dich hoch. Du hast ein Problem, hier über diese klitzekleine Schwelle drüber zu kommen. Gut. Wir regeln das schon. Komm mit, Pina. Ich mach das mal. Hier kannst du dich wieder hinsetzen. Wir gehen jetzt aber ins nächste Zimmer. Jetzt aber bitte nicht wieder irgend so ein komisches Problem haben mit den Schwellen. Bedien dich übrigens gerne. Hier, da kannst du was trinken. Hier kannst du was. Warum ist denn das leer? Hä? Warum ist denn das leer? Vielleicht muss ich einmal hochheben. Abstellen. Aha, jetzt ist es voll. Guck mal, da könnt ihr euch hier sogar bedienen. Das ist doch was. Und ich muss es noch nicht mal selber zahlen. Ja! Ich frage mich halt nur, ob wir auch diese ganzen Tiere finden werden. Aber ich höre noch nichts. Das ist auch ein Zimmer für Tiere. Was soll ich... Ah, hier soll ich was tun. Was ist da? Badezimmer. Kriegen die auch ein Bad? Hä? Was? Aha, also ich soll erstmal Gegenstände verkaufen. Das mache ich jetzt mal. Woran sehe ich denn, was ich verkaufen muss? Soll ich einfach alles verkaufen? Boah, das war schon mal richtig. Spiegel? Ja, der würde sonst wahrscheinlich nicht angezeigt werden. Ja, hier, das da, Bett. Okay, gut. Wir machen hier ein richtig schönes Hundezimmer draus. Oder? Hunde oder Katzen? Ich glaube Hunde. Das weg. Was fehlt denn noch? Das da weg. Bild Birke. Ach so, hier sind Bilder. Hab ich gar nicht gesehen. Habe ich nur nach unten geguckt. Wo sind... Ach da! Viel zu fett. Nicht gesehen. Und das da? Gehört das auch noch daraus? Nee, Gegenstand kaufen steht da jetzt. Bodenfliesen legen. Die da. Also ich meine, es ist ja schon so, dass man jetzt eigentlich im Grunde gar nicht mehr richtig gucken muss, sondern sagen dir sofort, was du eigentlich tun sollst. Ne? Also ich habe jetzt nicht so die freie Auswahl, was ich machen kann. Wir machen das in Teilen. Ich krieg das nicht in einem Mal. So. Ah, und ich hatte noch ein paar gute Ideen. Vielleicht ein Prinzessinnenhaus zum Beispiel zu bauen, wo man dann alles so als Thema Prinzessin, König, Himmelbett. Was ist denn jetzt los? Hä, warum rennt sie weg? Oh Gott, wie süß. Sie hat was gefunden. Sie will spielen. Oh, soll ich das jetzt schmeißen mal kurz? Na komm, ich schmeiß dir das. Gib her das Ding. Hier, ich schmeiß dir das Teil. Und hops. Hui. Pina? Pina? Okay, dann hol einen Stock. So, schmeißen wir mal da hin, da haben wir ein bisschen Platz, ne? Ja, okay, das... Ah, sie kommt auch nicht da unten drunter. Das ist natürlich hervorragend. Dann nehmen wir vielleicht mal den da. Pina, guck mal. Ja, guck mal. Nein! Oh Mann! Warum geht denn das immer nicht? Zu Hause funktioniert das doch auch. Da. Aha! Wie riesig ist dieser Tennisball im Vergleich zu ihr? Ja, das ist ja fein. Fein, hast du den gebracht. Aber ich muss mal ein bisschen weiterarbeiten, ja? Kannst du auch ohne mich spielen? Oh, ist das fies. Mann, okay. Wir müssen hier weitermachen. Wir müssen doch hier ein schönes Zuhause schaffen für die neuen Tiere. Gegenstand kaufen. Also, mal sehen. Was brauchen wir denn hier? Was haben wir denn generell so? Was ist denn das Größte? Was muss zuerst gebaut werden? Ah, Kratzbaum! Oh, das heißt, wir haben doch hier unten auch Katzen. Es soll ja so ein bisschen rustikaler werden, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen so ein bisschen Richtung braun. Aber es soll ja trotzdem schön aussehen. Also so dieses Sisal hier in der Mitte. Das ist doch, warum macht man denn da Zedern? Das macht man doch nicht. Das ist doch sowieso Sisalsal. Sisal, Sisalseil. Kleiner Zungenbrecher. Oder halt vielleicht so ein bisschen dunkler. Könnte es auch so ein Dunkel versuchen. Oh, was? Ich kann es in rosa machen. Ich wollte es ja eigentlich anders machen, ne? Vielleicht sowas hier. So ein dunkles Violett, das ist doch auch schön. Und dann so ein bisschen eher so rustikal. Oder doch nicht so sehr rustikal. Oder doch? Ich nehme das jetzt so. Bisschen dunkler alles. Dann machen wir hier so die Spielecke und da hinten machen wir dann den Ruhebereich. Ja, weil zum Spielen braucht man mehr Platz als zum Ruhen. Wo ist denn hier vorne? Weiß keiner. Ich würde schätzen, so. So sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Wahrscheinlich kein vorne. Mein Gott, das ist aber auch ein fettes Teil. Hier wäre noch ein bisschen Platz gewesen in die Richtung. Naja, Napfmatte. Was ist das noch? Ein Musterteppich. Eine Pipimatte. Oh, ach so, das machen wir unters Katzenklo natürlich. Ja, ja, logisch. Hundematte. Eine Eingangstür. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Hattet ihr mir das nicht geschrieben? Ihr hattet mir das geschrieben. Ah, und ich weiß nicht mehr, wie das funktionierte. Nein. Oh, jetzt müsste ich nochmal meine Kommentare lesen. Ich glaube, ich nehme
dunkle Esche. Ich darf ja auch nur 12, ne? Oder darf ich noch mehr? Es muss ja irgendwo hier drin... Ach so, vielleicht ist es ja abgetrennt. Kann das sein, dass das hier zwei Zimmer werden sollen? Oder wie läuft das? Oder soll das hier nur in der einen Ecke sein? Ich habe gerade gar keine Vorstellung. Pina, hilf mir doch mal. Ich brauche 12 Teile. Wie soll ich denn hier 12 Dinger unterbringen? Oder ist das für unterschiedliche? Ach so, das kann auch sein. Dass man quasi hier so reinkommt und dann hat man hier zwei verschiedene Gehege so. Zwei Abteile, falls die sich halt nicht verstehen, zum Beispiel. Dass man dann, ich versuche das einfach mal so ein bisschen, dass wir dann quasi hier so einen Teil machen und dann in der Mitte eine Tür. Ich muss das ja verbrauchen. Ach so, ist schon verbraucht. Das ist ja jetzt doof, ne? Ich denke mal, ich werde das trotzdem einfach so machen. Ich mache dann hier noch so ein Gehege. Werde ich ja wohl, ja, ich meine, ich hoffe mal. Und dann machen wir hier so zwei unterschiedliche Türen rein. Metall, oh, passt schon. Jetzt muss ich nachgucken, wie ging denn das? Ach so, so war das. Man baut das da rein. Ah, es ist ja mega dunkel hier. Kann mal einer das Licht anmachen? Okay, ich wusste tatsächlich nicht genau, wie das jetzt gedacht ist. Aber wir machen das jetzt einfach so, wie ich glaube, dass es Sinn macht. Ach, Rotgold? Boah, ist auch gut. Machen wir so. Und dann kann ich jetzt hier nämlich einfach so eine kleine Tür reinbauen und hier auch. Na gut, dann haben wir jetzt zwei unterschiedliche Teile. Also müssen wir jetzt denken, dass überall, also hier sind eher so Katzen, Trinkapparat. Da machen wir hier den und einmal den. Aber vorher brauche ich natürlich noch eine Unterlegmatte. Ach so, vielleicht sind das ja auch Mädels und Jungs und die sind noch nicht kastriert. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt. Ich glaube, ich mache das so. Das finde ich schön. Versuch dann einfach mal jetzt hier so ein bisschen dieses Mädelsthema zu machen. Aber es ist voll fies, weil dann haben die anderen gar keinen Kratzbaum. Das gefällt mir nicht so gut. Hier machen wir das an den Eingang. Die haben dann halt auch noch Zugang zum Klo. Naja, das sind vielleicht Schwangere. Das sind schwangere Katzenmammis oder so. Noch nicht Katzenmammis. Helle Napfmatte, genau. Ah, so ein schwarzer Rand ist auch hübsch. Oder ein weißer. Ich nehme den. Hier auch irgendwo an den Eingang. Hier, damit man dann so schnell rankommt. Dann können die sich gegenseitig beim Essen zugucken. Ja, dann haben wir jetzt für jede Seite einmal ein Apparat. Ich würde das einfach so machen. Hier blau. Der kommt hier rauf. Hier ganz klischee-mäßig in pink. Hä? Warte mal. Der war doch eben nicht so groß. Das ist ein Katzenautomat. Und das ist ein Hundeautomat. Ach so. No. Ja, okay. Das heißt aber, wir haben ja hier... Dann Katzen und da drüben Hunde. Ist ja jetzt doch leicht verwirrend. Jetzt habe ich hier einen blauen Automaten. Das ist natürlich doof, sonst müsste ich den ja wieder verkaufen. Leute, ich bin total verwirrt. Was soll denn das? Haben wir da so ein Pink? Jetzt haben wir das irgendwie durchgemixt. Okay, egal. Das passt doch nicht mal auf die Matte drauf. Warum habe ich hier überhaupt so eine Matte, wenn das nicht drauf passt? Das ist ja total doof. Hä? Guckt euch das mal an. Das sieht richtig blöd aus. Manu! Jetzt habe ich sogar noch zwei. Vor allem ist das Gehege da jetzt voll klein für Hunde. Vielleicht mache ich die Tür dann nochmal woanders hin. Ach so, ich verstehe. Hier gibt es beides. Ah. Dann ist ja diese Matte, naja, wobei die ist auch für Hunde eigentlich geeignet. Die ist nicht nur für Katzen. Dann mache ich jetzt hier so ein gemischtes Ding. Dann ist jetzt hier einmal das und dann machen wir das nochmal in pink. Ja gut, hätte man jetzt auch anders machen können, aber egal. Wir müssen jetzt damit leben. Das ist jetzt so. Das ist Katzenbereich und der Hundebereich ist einfach viel zu klein. Was ist denn hier eigentlich los? Ach so, hier ist die Garage. Ah. Ich würde gerne das hier ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Kann ich das? Oh mein Gott, ich kann die einzelnen Dinger nach vorne ziehen. Oh, das ist jetzt... Nö. Aber gut, ich mache das mal eben schnell. Toll, das muss man verkaufen. Gut, dann kaufen wir das halt nochmal. Nein! Rückgängig! Gibt's nicht. Ah, toll. Immerhin kann ich es einzeln verschieben. Wow. Das macht ja gar keinen Sinn. Wenigstens ein bisschen mehr Platz. Da muss ja hier nochmal das andere auch mit rein. Ne? Also diese Matte hier, die ist nicht so passend, finde ich. Ist alles viel zu groß. Gibt es hier nicht noch eine größere Matte? Eine Pipi-Matte. Ja, die müsste ja eigentlich, das ist ja eigentlich für Hunde, oder? Eine Pipi-Matte? Für Welpen eher. Wir machen die auch mal nach vorne hin. Dann kann man die nämlich ganz schnell wieder durchwechseln, wenn man sieht, dass da irgendwas drauf ist. Oh, das ist voll fies, so direkt neben dem Essen. Lecker. Ja, ich muss jetzt dabei bleiben. Jetzt habe ich einmal damit angefangen, jetzt muss es weitergehen. Huch! Ich wollte das doch noch drehen. Ja, diese Matte, die bringt es jetzt gar nicht. Ich mache jetzt auch immer einmal Futter und einmal Wasser. Jetzt habe ich ja nur Pink. Nee, das geht nicht. Okay, wir tauschen das einfach mal so durch. Ich mache jetzt noch so eine Matte, auch wenn ich das jetzt eigentlich gar nicht machen soll. Aber ich will ja, dass es hübsch aussieht. Dann nehme ich die nämlich einfach nochmal. Tue die hier so daneben. Passt natürlich nicht. Optimal. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich habe es gerade ein bisschen weiter weggeschoben. Ja, das passt. Und dann gibt es jetzt noch einen Hundefutterautomaten. Und jetzt machen wir nämlich genau das Gegenstück. Jetzt machen wir hier dunkel, also hier blau. Und nochmal blau auf der anderen Seite. Und dann haben wir halt unten drunter rosa und oben drüber blau. So. War zwar zuerst anders gedacht, aber okay.
Dann machen wir jetzt hier Hundesachen rein. Hundebett. Einmal dieses. Oh, large. Ja, ich weiß ja, large ist immer sehr large, also sehr groß. Das ist, ja, das ist wieder ganz, das mag ich nicht. Das ist so ein bisschen dezenter. Oder einfach sowas. Braun. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne rustikal, aber irgendwie, nee. Das ist auch eine hübsche Farbe, finde ich. Grün. Das mag ich generell irgendwie nicht so sehr. Oder einfach nur weiß. Oh, das Rot ist auch schön. Mal gucken, was es für Holz gibt. Dunkle Kastanie. Was hatten wir denn da unten nochmal? Dunkle Esche. Ja, sowas vielleicht. Oh, das ist okay. Ich finde auch die Tapete nicht ganz so schön, muss ich leider sagen. Machen wir eins mal hier in die Ecke so zum Schlafen. Auf die andere Seite kommt dann auch noch irgendwas zum Schlafen. Das da. Oh, das machen wir aber nicht in large. Das machen wir in klein. Für die etwas kleineren Hündchen. Außen wieder so ein bisschen versuchen in Richtung braun. Kaffee. Nee, braun ist besser. Dunkelbraun vielleicht sogar. Und dann oben so ein bisschen, nee, grau nicht. Ah, vielleicht doch lieber so ein anderes Braun. So ein Braun und dann oben weiß? Nee, dunkelbraun. Oh ja, das finde ich besser. Nee, das finde ich besser. Ja, das ist gut. Das nehme ich. Kann ich denn das... Ah, Kissen kann ich auch noch verändern. Können wir in die gleiche Richtung... Oh no, kein Blumenkissen, bitte. Ja, jetzt haben wir schon wieder das komische Lava-Zeug da. Ja, das ist okay. Oder einfach nur so eine Farbe. Was passt denn noch so? So ein Grau finde ich auch ganz gut. Oder so ein Schwarz. Oder so ein helles Grau. Mal gucken, was es noch gibt. Weil wir haben ja zwei Kissen. Grau und Schwarz. Ist das Schwarz? Nee, ist dunkelgrau. So, und dann haben wir noch dieses Knochenkissen. Das würde ich sogar fast in weiß lassen. Ja, das machen wir weiß. Vorne Metall. Rot-Gold wieder wie das Scharnier. Und die Schrauben sieht man wahrscheinlich sowieso nicht. Wir machen einfach mal Schwarz. Okay, das passt aber jetzt nicht so mega gut zu dem anderen, ne? Hätte ich hier vielleicht doch blau nehmen sollen. Schade, dass ich im Nachhinein das nicht mehr verändern kann. Naja, es ist ein bisschen zusammengewürfelt. Wir sagen einfach, wir haben das Geschenk gekriegt von vielen Spendern und deswegen sieht das natürlich nicht immer gleich aus. Okay, so, haben wir das auch mal festgelegt. Ein schöner Teppich, den können wir hier einfach zwischenlegen. Eher so der Kuschelteppich. Hier wird's vollgesaut, da wird's vollgesaut, also muss der eigentlich hier nach hinten. Dann gibt es noch einen Zweibeinhocker, aber wofür? Für Katzen oder für Hunde? Stab mit Feder, das ist alles Spielzeug, das ist eher für Hunde. Beißring, ein Knochen. Ja, okay. Können wir einfach hier so ablegen. Dann so ein Kauspielzeug. Oh, das kommt dann hier so hin. Und was ist das? Ah ja, das. Damit spielt Pina auch sehr gerne. Das hat sie mir wieder gebracht, ne? Hier. Dein schönes Quietschehuhn. Muss mal pipi. Hier kannst du gehen, wenn du willst. Ne? Oder nicht? Ich weiß noch nicht, wohin mit diesem Hocker. Aber ich glaube, wir haben sonst nicht wirklich viel für die Katzen. Die können natürlich hier oben schlafen, aber... Ja, ich meine, im Grunde schlafen die halt auch meistens irgendwo erhöht. Aber deswegen würde das auch mit dem Zweibeinhocker ganz gut passen, finde ich. Ja, wir verteilen das hier ein bisschen auf dem Boden. Katzentoilette. Oh ja, das ist natürlich auch noch sehr, sehr wichtig. Bei uns zu Hause haben wir ja diese Farbe. Dann nehmen wir vielleicht mal was anderes. Ach, ich kann sogar... Oh, das sieht ja auch schick aus. Das ist auch sehr schön. Tür. Tür einfach vielleicht in weiß. Nee. Oder hier dann wieder dieses hellblau. Das wäre doch hübsch. Und dann so. Mal ein bisschen was anderes. Ist wirklich ein bisschen sehr zusammengewürfelt, finde ich, heute. Nee, nicht bei den Futternäpfen. Das wäre ja fies. Dann stinkt das Katzenklo darüber. Können wir das nicht einfach da reintun? Aber ich glaube, das dürfen wir nicht. Ich kann doch hier reingehen und da ist nichts, ne? Oh, was? Ach so. Hä? Ach so, da muss ich auch noch was machen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Ich brauche noch ein Katzenklo. Ah, nö. Soll ich das einfach genau so nochmal nehmen? Oder ich mache es... Nee, ich mache es genau entgegengesetzt. Ich mache es so... Und wechsel genau die Farben einmal durch. Primäre Farbe. Warte mal, wait. Hä? Da habe ich jetzt oben grün. Oh Mann. Nee, ich brauche nämlich nicht oben grün. Ich brauche oben blau, unten grün. Ja, so ist gut. Und dann machen wir aber schwarz. So, das Schwarze ist für das große Geschäft. Hier hätte ich gerne noch so eine Matte irgendwie davor. Hm, haben wir leider nicht da. Und ich glaube, das ist eher für Katzen. Ah, wieder so ein bisschen dunkler. Dunkle Kastanie ist mir hier zu dunkel. Nehmen wir hier... Nee, das ist mir irgendwie auch zu doof. Doch, doch, ich glaube, ich nehme doch das da. Ja, okay. Und oben, finde ich, sieht das eigentlich ganz gut aus, weil das sieht so ein bisschen aus, als ob die sich da so kratzen könnten. Nee, weiß ist nicht schön. Oder das hier passend zum... Ja, guck mal, das ist doch vielleicht auch ganz gut. So ein bisschen in der Richtung hier von dem Kratzbaum. Ah, naja, auch nicht so richtig. Oh, eigentlich würde ich es dahin stellen, aber dann können die rüberspringen. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ah, kriege ich denn das dahin? Können sie vielleicht trotzdem noch rüberspringen? Wir sind mal mutig. Wir versuchen das einfach mal. Okay, dann haben wir hier Katzenzimmer. Jetzt muss ich da wahrscheinlich irgendwie... Pff, tja, ist jetzt die Frage. Wird das dann jetzt hier so ein richtiges Zimmer für die... Ja, muss ich... Ach so, ich muss das alles verkaufen. Ah, Wasserinstallation muss ich auch verkaufen. Ach so, das wird nochmal ein extra Zimmer. Ah, das nicht? Okay. Ah, das auch nicht. Ich sollte das nicht tun. Aber das darf ich, ja? Aha. Ordne die Deckenfliesen an. Keramik weiß. Ich bin gespannt, was das hier wird. Okay. Keramik weiß. Sind das nur die? Und sind das nur Deckenfliesen? Nee, es ist auf dem Boden, oder? Oder das ist für die Wände. Hä? Ich mache erstmal die Bodenfliesen. Ich bin noch leicht verwirrt. Okay, wir machen das mal so. So, nacheinander.
Nächstes Teil und dann ordne die Deckenfliesen an, Keramikfliesen. Ja, dann muss ich ja wohl. Hier oben soll alles gefliest werden? Aber es ist doch voll, sieht voll nicht schön aus, oder? Es soll so sein. Auftrag beenden könnte ich jetzt schon machen. Nein, das will ich doch noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht fertig. Waschzuber für große Hunde. Ach so, hier wird dann gewaschen. Ach, deswegen haben wir hier auch noch ein Waschbecken. Ach, das ist ja cool. Oh, okay, okay, okay. Ja, sehr schön. Boah, ist das fett. Eieieiei. Oh, hier so hin? Nee, das ist zu breit. Geht nicht. Na gut, dann, ja, dann mache ich das einfach vielleicht so mittig. Ich kann es ja noch ein bisschen hin und her schieben. Da ist dann auch die Heizung. Dann könnte sich da auch schnell wieder aufwärmen. Hund rufen. Ich kann einen Hund rufen zum Waschen. Oh, das ist ja schön. Hoher Eckschrank. Ja, ich denke mal, der muss wahrscheinlich... Ach nee, erstmal der Kleine wascht. Oh, für kleine Hunde. Ah, Pienchen, das ist für dich. Hier kannst du dich auch baden. Na gut, dann machen wir das auf die andere Seite. Ach, das ist ja süß. Und dann brauchen wir noch einen Eckschrank. Was kommt denn hier noch? Ein Regal, Handtücher. Ach, das ist ja süß. Das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Also ich meine, das ist ja jetzt einmal so hier quasi vorbestimmt, aber hier wird mir ja gesagt, was ich da reinbauen soll, ne? Und wenn ich das nochmal selber entscheiden könnte, wäre es natürlich noch cooler. Das würde ich gerne schon nochmal irgendwann machen. Dann richtig so ein bisschen mit Thematik, also so mit Farbwahl und so. Dass man da ein bisschen mehr selber entscheiden kann. Ist so natürlich auch ganz cool, finde ich, für den Anfang. Dass man da erstmal so, ja, so ein paar Vorgaben hat. Ich überlege gerade, ob ich das hier da drüber mache, aber dann stoße ich mir dann nur den Kopf, wenn ich die Hunde wasche. Ich kenne mich doch. Aber ich habe auch nicht großartig andere Möglichkeiten, ne? Da ist zu hoch, da ist auch doof. Ich glaube, ich muss das hier irgendwie hin tun. Ja. Naja, gut, dann muss ich aufpassen. Echt, das ist wirklich schlimm. Ich stoße mir immer den Kopf. Mülleimer. Handtuchhalter. Was machen wir denn hier? Grau. Ja, wir versuchen mal bei... Ach so, schwarz? Nee, ich versuche mal... Ja, das würde ich farblich, finde ich, noch am besten aussehen. Und dann machen wir irgendwas, was nicht ganz so schnell dreckig aussieht. Also deswegen, ich glaube, grau ist vielleicht nicht so doof. Ach, die sind alle so ein bisschen schwierig, ne, von der Farbe. So ein dunkles Braun? Oder wir machen generell einfach so ein bisschen eher Richtung grau. Weiß nicht, das sieht so schnell dreckig aus. Grün würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Das sieht alles so ein bisschen... blau oder blau und rosa wieder wie draußen. Ja, das ist auch okay. Und dann halt oben so ein bisschen grau drauf. Ja, komm, machen wir so. Und entweder hierhin oder dahin. Oder da, wo man generell eher so, ja, hier vielleicht am Waschbecken. Da kann man sich ja dann eh auch nochmal die Hände abwaschen, ne? Ich glaube, ich mach das da. Da muss man ja definitiv gut drankommen. Ah, das ist noch für unsere Regale. Genau, da kann auch noch was drauf. Hier nehmen wir vielleicht wieder blau, einfach weil wir es haben. Blau. Ach so, das ist ja klitzeklein. Och, das ist ja auch süß. Vielleicht stelle ich das sogar auch einfach auf die Fensterbank, weil ich denke mir immer so, Pflanzen brauchen ja Sonne. Oder halt da. Ich mach's mal dahin. Ja, drei Handtuchstapel. Definitiv. Und da brauchen wir jetzt aber hübsche Handtücher. Hübsch, braun. Ja, ich möchte halt gerne so ein bisschen eher in dem Braun-Thema bleiben, auch wenn man das jetzt eigentlich nicht so schön. Aber wir bleiben dabei. Wir machen das jetzt so. Was ist das denn eigentlich hier? Ach so. Hä? Warum ist das hier so? Ah, das ist wahrscheinlich die Voreinstellung. Okay, ich verstehe. Jetzt drücke ich mal Shift, weil dann kann ich davon direkt mehrere Stapel kaufen. Und entweder lege ich die jetzt hier rein, aber ich glaube, das passt nicht so gut. Also da oben drauf. Kann ich da? Oh ja, perfekt, das geht. Hier drauf springen und dann kann ich die vielleicht sogar übereinander stapeln. Nee, wir machen das mal so nebeneinander. Wie findet ihr das? Also ich sage jetzt mal so, ich habe schon viel schönere Sachen gebaut, aber es ist sehr nützlich, so wie wir es jetzt haben. Ein Mülleimer. Mülleimer würde ich ja irgendwo, wo er nicht so hässlich aussieht. Hier hinter der Tür. Huch, ich wollte es doch noch drehen. So kann ich ja gar nicht, komme ich gar nicht dran. Ich mache das mal dahin so. Was noch? Einmal Hundeshampoo. Einmal nur? Kann ich nicht mehr kaufen? Kann ich das da oben raufstellen? Hä, warum kann ich denn hier nichts reinstellen? Das macht ja so gar keinen Sinn. Ach nö. Oh nö, auch da oben nicht. Jetzt habe ich natürlich den Platz hier voll verbraucht. Da kann ich es hinstellen. Oder hier. Ich stelle es einfach hier rein. Aber da habe ich nur einmal Hundeshampoo. Das ist ja gar nichts. Ich würde gerne noch mehr Shampoo kaufen. Mano. Ein Medium-Teppich. Ja, wir machen wieder lila wie draußen. Und wir machen mal large. Mal gucken, wie groß large ist. Oh ja, locker. Ich mache den mal hier in die Mitte. So. Also es ist wirklich sehr dezent, ne? Ist jetzt nicht sonderlich viel. Ich würde so viel mehr ausrasten, wenn ich jetzt hier die Möglichkeit hätte. Hier brauche ich noch einen Stab, fällt mir da gerade auf. Den da. Ist natürlich für die Katzen. Das ist das, worauf meine Arme. Die sind so heiß auf diesen Stab. Ich finde es voll doof, dass ich den hier auf den Boden legen muss. Das ist einfach völlig nutzlos. Also sowas legt man auf gar keinen Fall auf den Boden. Ich sag's euch, weil das wird einfach nur zerkaut und dann ist nämlich hier der Stab kaputt. Voll blöd. Aber ich habe ja eigentlich meine Katze dabei, ne? Doing, doing. Hui, hui, hui. Oh, voll fies, die sitzt ja draußen. Ah, die sitzt draußen und macht schön brav Sitz. Komm, Pina. Oh nein, ich glaube, Pina hat wieder ihr komisches Problem, dass sie da nicht rüberkommt. Pina. Pina. Pina.
Vielleicht kommt sie gleich irgendwie hinterhergelaggt. Ich weiß es nicht genau. Hier haben wir ja auch noch so viele Futterautomaten. Vielleicht kommt ja hier noch irgendwas. Küche. Boah, die ist ja auch richtig toll. Vor allem, die eignet sich richtig, richtig gut, um hier Futter zuzubereiten und so, ne? Die haben hier sogar ein Kochbuch. Vielleicht ist ein Kochbuch für Hunde. Ach, guck mal, wie süß. Oh, auch voll schön hier mit diesen ganzen Pflänzchen. Das gefällt mir voll. Ich habe noch gar nicht alles angeguckt. Hier war übrigens der richtige Eingang, ne? Ah, da sind sie ja noch. Hä, ich habe vor allem gesagt, sie sollen Sitz machen, aber die stehen da. Komisch. Das ist ja auch süß. Gibt's das generell? Hier so für Leinen und so. Voll schön. Hier geht's auch rein. Das ist nochmal ein Badezimmer. Hier gibt's nichts zu tun. Schade, schade. Boah, voll die schöne Badewanne. Oha, richtig schick. Wisst ihr, was ich richtig gut fände? Wenn man auf diesen neuen Karten, also auf diesen Maps, wo wir jetzt hier gerade sind, ne, da gibt's ja so neue Häuser. Wenn man hier reingeht und dann zum Beispiel so neue Sachen entdecken könnte, wie jetzt diese Badewanne. Und die kann man halt dann vorher nicht kaufen, sondern erst, wenn man einmal in dem Haus drin war, hat man das quasi gelernt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Oder kennengelernt. Das finde ich voll cool. Aber ist, glaube ich, leider nicht so. Ja, hier haben wir nochmal ein Hundekörbchen. Was ist da? Oh, was? Das ist ja auch voll... Oh, voll schön. Das ist unser Büro. Aha. Oh Mann, das gefällt mir auch richtig gut. Hä, das sind alles so Sachen, die habe ich noch nie gesehen. Okay, die Boxen, die kenne ich. Die kenne ich auch alle. Sowas muss ich unbedingt nochmal nachbauen. Boah, mit so richtig cool vielen Büchern. Hä? Hallo. Das ist ein richtig schönes Büro. Das ist tatsächlich ja auch so ein bisschen eher so in die Richtung Landhaus. Also naja, so ein bisschen dunkler halt, ne? Der passt halt einfach gar nicht. Und das ist schon wieder ganz cool. Ja, finde ich schön. Sehr schickes Haus auf jeden Fall. Ich guck mal, was da oben noch ist. Da haben wir bestimmt noch irgendwas verpasst. Ist das Licht oder ist das Deko? Ach so, ich glaube, es ist eine Heizung. Ah, upsie. Ah, hier geht's noch weiter. Oh, hier muss ich noch irgendwas tun. Okay, hier muss ich noch was machen. Ah, eine Bibliothek. Muss ich hier wieder... Ich muss alles verkaufen. Ach so, das heißt, wir bauen auch hier wieder Zimmersachen für... Ich glaube, hier sollten die Kleintiere rein. Ich verkaufe einfach mal alles. Aber ich möchte die Lampen nicht verkaufen. Muss ich das? Boah, fettes Teil hier. Oh, schade, dass der weg ist. Aber die Tiere wollen wahrscheinlich nicht unbedingt Fernsehen gucken. Oh no, ich muss jetzt hier alles verkaufen. Weg, 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 weg. Kriege ich dafür eigentlich Geld? Ja, ich kriege die ganze Zeit Geld dafür. Geht mein Budget auch hoch? Ja, es geht tatsächlich hoch. Oh, ja, sehr schön. Die muss ich leider auch wegtun. Hm, Deckenlampe. Und die Wandlampen auch. Das heißt, ich habe gleich gar kein Licht mehr. Also mache ich vielleicht zuerst mal Licht. Ach nee, aber ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht sofort dunkel wird. Weil es ist immer besser, wenn ich zuerst einmal die Gehege habe. Die sind ja doch relativ groß. Was ist denn das Größte? Einmal Kaninchen. Dann haben wir Meerschweinchen. Schildkrötenaquarium. Oh, ein Hamsterkäfig. Und ein Fischfrisch. Ein Fischfrisch. Ein Frischwasseraquarium. Korbdeckenlampe und breites Speisekammerregal. Da kann man auch richtig coole Sachen einräumen. Das dürfen wir wahrscheinlich wieder nicht. Mann, lass mich doch mal machen. Ich bleibe hier so ein bisschen im Dunklen, ne? Wir machen wieder das da. Nee, das ist dunkle Esche. Amerikanische Eiche. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Amerikanische Eiche. Trotzdem, ich bleibe, glaube ich, bei amerikanischer Eiche. Oder beim Wengenholz vielleicht hier oben. Nee, ich mache mal amerikanische Eiche. Das mag ich generell auch, wenn das ein bisschen heller ist. Oder aber wir machen es ein bisschen holziger. Ausnahmsweise mal. Das sieht irgendwie auch hübsch aus, aber dann nicht mit dem dunklen Zaun. Außen. Ah, vielleicht sollte ich dann doch nochmal umdenken. Vielleicht machen wir ein dunkles Haus. Oder dieses hier. Sieht auch hübsch aus. Ich finde sogar hier das auch ganz gut. Das sieht so ein bisschen rötlicher aus. Dann mache ich mal außen weiß. Was piept denn da? Oder schwarz? Oh ja, schwarz ist auch gut. Und dann das Dach aber noch. Das Dach in... Okay, ist auch cool. Grau. Wir machen heute einfach mal alles anders. Weiß. Alles anders. Heute ist weiß. Oder in dunkel. Nee, wir machen mal weiß. Dann sieht man hier auch noch ein bisschen mehr. Ah, man braucht natürlich auch noch unten die Unterlage. Metall. Rot. Nee. Weiß. Was war das hier? Creme. Nee, schwarz. Wir machen schwarz. Und es gibt leider nicht so schöne Bettbezüge. Weiß. Ja. Naja, ich meine, man könnte natürlich so tun, als würde man wirklich jetzt in der Not sein und man müsste halt alles einfach so zusammenschustern. Wäre vielleicht aber auch eine coole Aufgabe fürs nächste Mal, wenn man wirklich sagt, man macht so eine Notfallklinik auf. Also nicht eine Klinik, sondern so eine Notfallauffangstation und muss dann halt einfach, man macht es möglichst hässlich, ja? Also man tut so, als hätte man echt, ich meine, das ist jetzt auch so in die Richtung schon so ein bisschen, aber wenn man wirklich die Möglichkeit hat, dass man so richtig zusammengewürfelt machen muss, dass man halt überall so eine Geschichte dahinter hat, ne? Dass man dann sagt, ja, und hier von meinem Bekannten, da ist das Kaninchen gestorben und dann hat der mir halt zum Beispiel das Häuschen da gegeben. Und das passte aber dann eben nicht zu dem Gitter, was ich wo irgendwo anders vom Sperrmüll geholt habe. Ja, wisst ihr, was ich meine? So, das finde ich irgendwie von der Geschichte her so ganz süß, wenn man das so machen würde. Okay, so. Wir haben einmal das hier fürs Kaninchen. Kaninchen! Darf ich denn jetzt hier eigentlich auch so Tiere reinholen? Vielleicht gibt es ja das, dass wir dann noch irgendwie hier auch die Tiere aufnehmen müssen. Ich befürchte zwar nicht, weil hier steht ja immer schon Auftrag beenden, aber das wäre doch so cool, oder? Das wäre richtig cool, wenn wir jetzt hier auch noch die Tiere hätten.
und die dann so einquartieren müssten. Oh, schade. Oh, das ist so cool. Das ist so cool. Meerschweinchengehege, das wollte ich ja beim letzten Mal schon mal kaufen. Ging aber ja nicht. Ich nehme das. Amerikanische Eiche. Oh, das ist so schön. Das ist einfach so schön. Was nehmen wir denn für drin? Ich könnte ja hier auch so wieder ein bisschen... Wir können wieder das von unten nehmen. Also da hatte ich ja auch dieses Grün und Blau. Ah, ich finde das schön. Ich nehme das. Dunkles Gelb. Gelb und dann gemischt vielleicht mit dem Grün. Ja, finde ich gut. Oder mit Grau? Finde ich auch gut. Halt so ein bisschen dezenter. Vielleicht auch einfach nur Weiß. Komm, ich mache mit Weiß. Und dann gibt es ja hier auch noch das hier, primäre Farbe. Was ist denn das? Ist das da... Ach so, das ist da oben. Das sind die Näpfe. Da finde ich ja eigentlich auch das, was ich eben hatte, schon ganz gut. Ich finde, dass das da ganz gut aussah mit den Näpfen. Wir machen es richtig schön bunt. Was ist die zweite Farbe? Das da. Ah, was passt denn da? Ja, da passt aber das Grün nicht. Dann machen wir vielleicht Gelb. So gelb, bisschen in die Richtung, was wir da oben auch hatten. Oder das da. Ist auch hübsch. Ja, ich mach das. Dritte Farbe ist was? Hä? Hä? Ach so. Ich bin auch blöd. Das ist oben und unten. Nee, da würde ich das gerne lassen. Ja, weil das fand ich eben schon schön. Ach, und da oben könnte man dann auch noch das Geländer verändern. Da mache ich auf jeden Fall auch wieder gelb. Schön. Ich liebe diesen Käfig. Der ist richtig hübsch. Vor allem richtig cool groß. Ach, jetzt hätte ich den gerne da eigentlich in der Ecke. Da oben ist auch noch so dieses Schild mit dem Hamster. Hamster-Meerschweinchen. Eventuell tausche ich das durch. Oder, nee, warte. Ich könnte auch das hier vielleicht einfach so hinstellen. Nicht vor die Tür auf jeden Fall. Fände das gut, wenn das irgendwo in der Ecke stünde. Ich probiere das mal durchzuwechseln. Das hier weg, dafür das andere in die Ecke. Ist gerade mal kurz egal. Einfach mal irgendwie abstellen. Dann nehme ich das da hoch, stelle das hier so in die Ecke. Ich hoffe, das geht mit dem Dach. Nein, es geht leider nicht. Ja, das ist natürlich schade, ne? Schade Marmelade, dass das nicht geht. Oder aber man macht das so... Nee, dann ragt das zu sehr in den Raum rein. Das finde ich auch nicht hübsch. Dann vielleicht einfach hier so hinter die Tür. Sieht ja auch dekorativ aus. Dann kommt das wieder zurück. Ja, dann kommt das hier wieder in die Ecke. So, da war es, glaube ich. Ja, ich denke mal, das ist noch in Ordnung, damit man hier auch gut rauskommt. Dann kriegen die da auch keinen Zug. Tschu-tschu! Und wenn man dann hier so reinkommt, dann sieht man halt hier richtig, das ist auch... Das sieht ja wirklich schick aus. Hauptsache, man kommt hier noch an das Licht. Ach nee, wir haben ja gar kein Licht. Ich sollte mal schleunigst mich um Licht bemühen. Aber solange ich noch nicht fertig bin, geht das nicht, ne? Ich habe ja sonst nichts. Also das hier wäre vielleicht noch was, was ein bisschen Platz wegnimmt. Dieses Regal. Dunkle Buche. Hier sieht die amerikanische Ulme wieder total anders aus. Oder war das andere gar nicht amerikanische Ulme? Buche Schoko. Was ist das? Dunkler Kiat? Ja, sonst muss ich wieder kühle Asche nehmen. Der kühle Asche geht immer. Wir nehmen einfach weiß. Oder schwarz. Schwarz ist Holz. Wir nehmen schwarz. Passt leider auch nicht hier an die Wand, weil ist zu hoch. Oder aber direkt hier hinter. Nee, ist nicht gut. Kommt man nicht an den Lichtschalter dran. In die Ecke vielleicht? Oh, das passt ja sogar. Krass. Ja, dann tue ich das dahin. Fällt gar nicht auf. Haha. Wir haben noch drei Dinger, die wir hier irgendwie reinkriegen müssen. Wo ich glaube, die sind auch relativ groß. Also der Hamsterkäfig, der ist auf jeden Fall auch groß. Da habe ich ja schon mal einen. Ha, Grundlage weiß. Was war denn da nochmal die Grundlage? Ach, da. Da vorne. Das ist einfach Grundlage. Das ist doch nur die Näpfe. Das ist für eine tolle Grundlage. Okay, ich nehme schwarz, Wengenholz, dunkle Esche. Ja, wir nehmen wieder sowas hier. Nee, Mahagoni nicht. Ich nehme das. Der Rahmen wird dann... Machen wir den dunkel oder hell? Sieht man voll schlecht. Weißer Stahl. Hä, was verändert sich denn hier? Ich sehe das nicht. Ach, da unten. Ja, das ist eh wurscht. Man sieht das nicht. Wo ist Metall? Rot. Hallo, ich möchte bitte sehen, was ich hier verändere. Da war irgendwas hier in der Mitte. Alter, ich sehe nichts. Ach so, das sind, glaube ich, diese Stäbe. Creme. Ah, ja, ich nehme Rotgold. Rotgold passt immer. Ist immer schön. Passt das denn hier? Oder? Nein, passt natürlich auch nicht. Mann, gibt's doch gar nicht. Vielleicht kann ich das ja hier so rein. Nein, doch. Hä? Nein. Oh, es passt ganz genau nicht. Könnte ich das nicht vielleicht einfach noch schieben? Naja, sonst muss das halt hier hin. Aber Hauptsache, ich komme noch irgendwie gut ans Regal. Ich teste erstmal. Zur Not wird wieder hin und her geschoben. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, ich habe es falsch rum. Ja, muss einmal komplett drehen. So, weil hier sieht es nämlich viel schicker aus. Da kann man dann auch richtig reinschauen. Ja, genau, so ist richtig rum. Hübsch. Ach, so cool, oder? Ein ganzes Zimmer für Nagetiere. Schildkrötenaquarium. Ja, das wird auch ziemlich hoch sein, denke ich. Boah, das sieht richtig schön aus. Die sind alle so schön, die Sachen. Das ist nur die Umrahmung. Dann gucke ich doch erstmal, dass ich vielleicht die Türen so mache, dass ich es hübsch finde. Dunkle Kastanie. Dunkle Esche würde ich nehmen. Dann vielleicht weiß. Ach, irgendwie ist das noch nicht so gut. Das gefällt mir noch nicht so richtig. Was wird denn hier verändert? Ach so, das sind die Rahmen. Ich hätte quasi gerne eigentlich die Rahmen genauso wie das. Ja, so möchte ich das gerne haben. Aber was hätte ich dann... Oben. Also weiß ist irgendwie... Oder machen wir es komplett in einem Guss? Oder so ein Tickchen dunkler vielleicht. Geht das? Das ist ja nicht dunkler. Das ist zu rot. Das ist zu hell. Das ist zu grau. Das ist zu schwarz. Das ist okay eigentlich. Oder ist das von der Farbe her nicht so toll? Doch, ich glaube, ich nehme mal das. Ich weiß ja gar nicht, was ich noch alles entscheiden kann. Gar nicht mehr so viel. Metall. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht die Lampen sind.
Ja, okay. Ach, und da oben auch Gold. Dann nehme ich Creme. Creme ist so ein bisschen dezent, zurückhaltend. Hier weiß ich nicht, was ich tue. Keine Ahnung, ich sehe nicht, was sich verändert. Warum machen die denn das immer? Griffe steht da. Ach so, nur diese klitzeklein. Ja, okay, ist mir doch egal. Schwarz. Super. Ist auch so groß, passt auch nicht drunter. Warum passt denn hier einfach nichts drunter? Aber so, komm. Nein! Doch! Ja! Da komme ich zwar nicht mehr richtig so gut ans Fenster, aber es sieht schön aus. Mit Nahrung füllen. Aha. Oh, ich möchte so gerne hier was reintun. Ich bin traurig. Ich will hier überall was reintun. Die sehen so schön aus, die Sachen. Hier ist sogar schon was zu essen. Tiere, wo seid ihr? Das ist jetzt das nächste, was noch richtig groß ist. Oh Gott, das war ja auch so riesig. Ja, stimmt, das hatte ich ja schon mal. So, in welche Richtung? Wieder das da. Ne, das ist eigentlich die wichtigere Grundlage, ne? Von der Farbe her. Oh, das ist hübsch. Das ist gut, ja. Das finde ich auch gut. Metall machen wir schwarz wieder. Und das ist fertig. Okay, gut. Ja, passt natürlich hier nicht hin. Mann, da wäre es auch richtig schön. Jetzt wird es auch noch dunkel. Ich brauche Licht. Ganz, ganz dringend. Ich brauche unbedingt Licht. Und das ist zu lang, dass ich das dazwischen stellen könnte. Aber ich kann es hier hinstellen. Ist hier vorne? Da ist, glaube ich, das Temperaturgerät. Dann denke ich mal, das gehört wahrscheinlich so rum. Hier kann ich auch mit Nahrung füllen. Oh, hallo. Ich bin da. Es gibt neues Essen. Aber machen wir wieder zu, ne? Ja, hier komme ich auch noch gut rein, weil hier ist ja dort die Eingangstür. Dann bringen wir schnell mal jetzt Lampen an. Korblampen für die Decke. Dunkelbraun. Mann, ich hätte mir lieber so gerne so ein bisschen graubraun. Aber gibt es gar nicht. Beige sonst eventuell. Creme. Na, sonst wieder Creme. Aber Creme sieht so... Ich weiß, ich finde die alle nicht so hübsch. Dunkelbraun. Okay, dann nehmen wir halt dunkelbraun. Nur die Frage, wo? Ich habe ja 6 Dinge. 6 Deckenlampen. Wie soll ich die denn bitte anordnen? Die werde ich ja nicht nebeneinander einfach nur, oder? 1. Oh Gott. Das ist doch nie im Leben irgendwie gerade. Oh, hier gibt es auch gar nicht. Ich könnte ja auch hier vielleicht so. Immer so dazwischen. Ich guck mal einfach, wie das aussieht. Dass ich wenigstens irgendwas habe als Anhaltspunkt. 1, 2, 3. Dann haben wir da so 3. Ja, dann müsste die ja eher dahin, ne? Keiner weiß, ob es gerade ist, aber... Jetzt habe ich eine zu viel. Dann mache ich die hier wieder weg. Tschüss. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht, wenn man Licht anmacht. Ja, dann habe ich hier nämlich alles so ein bisschen... Ja, okay. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Das hat wenigstens so ein bisschen Atmosphäre. Das ist auch ein schönes Zimmer. Also hier könnte ich mir gut vorstellen, dass man da auch gut was einrichten kann. Sitzkissen. Ist das Sitzkissen jetzt für uns... Oder für die Besucher? Wahrscheinlich ja nicht für die Tiere. Ja, wo tut man das dann hin? Ich finde das sogar richtig schön schon. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch was ändern würde. Ja, okay, doch, wir machen dunkelbraun. Verzierung. Ach, wir können sogar die Pommel da einzeln verändern. Ja, will ich das? Ja, okay, so mit Rot. Das ist natürlich schön. Ja, ich glaube, ich lasse das mal so. Ich glaube, ich lasse das sogar so, wie ich es eben auch hatte. Das da. Ja, es ist so ein klitzekleiner Farbklecks mit dem Rosa. 3 Stück brauche ich davon. War noch 3, ja. Wir können ja einfach mal sagen, wir machen hier in die Ecke 1 und noch 1. So, dann kann man sich nämlich da hinsetzen und kann miteinander quatschen, während man so ein bisschen auf die Tiere guckt. Und dann vielleicht hier vorne irgendwie nochmal 1 hin. Ah, da kann man dann nämlich hier die Schildkröten beobachten. Ach, sowieso schön, wenn man hier irgendwas beobachten kann. Eigentlich könnte ich hier überall Stühle hinstellen. Weil ich schön finde, dass man alles so... Ich liebe das ja, Tiere zu beobachten. Das ist wirklich toll. Ich mag das richtig, richtig gerne. Weiß. Ja, weiß. Oder hier nochmal so ein rosa Klecks. Passend wieder zu diesen Bommeln. Hatte ja eigentlich gedacht braun, ne? Komm, wir bleiben jetzt mal dabei. Oder so ein dunkles Violett. Wie unten. Wir das wieder so aufgreifen? Ja, komm. So ein klitzekleiner Farbklecks ist doch in Ordnung. Dann mache ich das hier hinten in die gemütliche Sitzecke. In die Kuschelecke so. Da. Oh nein, ich bin schon fertig. Was heißt schon? Oh Gott, ich habe 1,5 Stunden aufgenommen. Schon fertig. Das ging ja schnell. Aber ohne Tiere. Voll traurig. Was ist eigentlich mit Pina? Pina ist da unten wieder hängen geblieben, ne? Voll cool. Bei welchem Haus waren wir jetzt eigentlich? Waren wir schon bei einem von diesen da? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Es hatte, glaube ich, nicht draußen irgendwie sowas, so eine komische Ausfahrt, sage ich jetzt mal, irgendwas Betoniertes. Das Zimmer finde ich am schönsten. Gefällt mir richtig, richtig gut. Pina, wo bist du denn? Und hier leben wir dann also quasi. Hier schlafen wir, ist unser Schlafzimmer. Ja, und der Rest ist so ein bisschen... Also ich finde, das ist viel zu wenig für die Hunde. Man könnte noch so richtig ausrasten. Man könnte hier noch voll cool was machen. Was natürlich auch voll dumm ist, ne? Was ich eigentlich vorher nicht überlegt habe. Eigentlich müsste man ja die ganzen Katzensachen nach da machen. Weil hier ist ja das Hundewaschzimmer. Das haben wir nicht gesehen, wir gehen einfach schnell. Ah, hier kann ich auch noch das Licht anmachen. Das ist ja so gemütlich mit den Dingern. Warum habe ich eigentlich hier das Licht noch nicht an? Oh, richtig schick. Ich habe Pina verloren. Ich weiß nicht, wo Pina hin ist. Pina. Pina, Pinchen, bist du irgendwo hängen geblieben? Ich glaube, beim nächsten Mal lasse ich sie auch lieber da sitzen. Sekunde, ich kann doch. Ich habe doch hier das Waschdings dahin gebaut. Ich kann sie rufen. Ach, da ist sie ja. Mensch, Pinchen, ich habe dich überall gesucht. Ich kann doch hier einen Hund rufen.
Es müssen keine Tiere gewaschen werden. Ja, das ist mir egal. Ich möchte aber gern. Mann, na gut, dann gehen wir halt wieder. Also, ich würde mal sagen, das war's für heute, ne, für diese Folge. Hab doch wieder länger aufgenommen, als ich dachte. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte super gerne noch mehr gemacht. Also hier zum Beispiel die Wände und so. Ach, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Aber je größer das Haus, desto länger dauert es irgendwie auch. Und ich glaube, ich kann leider mein Büro nicht hierhin verlegen. Ich gucke das gleich nochmal, ob das geht. Aber ich glaube, es geht nicht. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall gleich nochmal weiter aufnehmen. Wahrscheinlich eine Folge Tierheim-Simulator. Hab auch noch was anderes für zwischendurch, aber ich wollte gerne das hier vorziehen, weil ihr ja immer wieder nach solchen Tierfolgen gefragt habt. Deswegen, tada, hier ist sie. Falls es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.